Hallo, willkommen bei Telis Wasserwelten. Hier seht ihr die Spatifyllum Diamond. Das ist eine sehr schön intensiv panaschierte Sorte. Es gibt natürlich auch welche, die haben nicht ganz so viel, aber da muss man einfach ein bisschen suchen. Das war jetzt auch die einzigste, die ich im Laden gefunden habe, die wirklich so intensive Zeichnungen in den Blättern hatte. Wirklich ganz, ganz toll. Vom Standort her keine volle Sonne, jedenfalls nicht die Mittagssonne, Morgensonne, Abendsonne. Hier steht sie unterm Reispapierbaum, da hat sie relativ schattig. Es ist zwar hell, es kommt auch ein bisschen Sonne hin, aber nicht viel. Und da ist sie eigentlich ganz zufrieden. Mit dem Gießen gleichmäßig. Ich habe es jetzt hier in einem Untersetzer stehen, da steht ab und zu auch mal Wasser. Das mag sie eigentlich auch. Am Naturstandort ist es ja auch so, dass die teilweise von Wasser überflutet werden. Also so ist es jetzt auch nicht. Aber ständig Patschenas mögen sie es nicht auf Dauer. Das gefällt ihnen gar nicht. Sonst kann man auch immer abwarten, bis die Blätter leicht zum Hängen anfangen. Da zeigt sie einem dann, dass es jetzt wieder Zeit wäre zu gießen. Ja. Es kommen auch ein paar Blüten. Aber diese Sorten hat man eher gezüchtet auf die Blattschönheit als wie auf Blütenreichtum. Also das ist wirklich ganz, ganz toll hier. Sehr zu empfehlen. Wertet jede Ecke auf. Im Zimmer dann auch Ostseite, Westseite oder weit genug vom Südfenster weg, dass es keine Verbrennungen gibt. Ja? Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss.